Bezüglich unseres Antrages ambulante ärztliche Versorgung verbessern, Bürokratie abbauen, Budgetierung aufheben, lassen Sie mich einfach mal mit zwei ganz einfachen Wahrheiten beginnen, die eigentlich auch Sie verstehen müssten. Die erste Wahrheit ist, die Budgetierung, meine Damen und Herren, ist leistungsfeindlich, weil nämlich durch die festgeschriebenen Obergrenzen, die ja bestehen, ein Teil der geleisteten ärztlichen Vergütung überhaupt nicht ausgezahlt wird. Und das nenne ich leistungsfeindlich. Und die zweite ganz einfache Wahrheit ist doch, mit begrenzten Mitteln kann ich doch keine unbegrenzte Patientenversorgung erreichen. Und auch das müssen Sie mal ganz laut aussprechen, meine Damen und Herren. Deswegen wird eine Budgetierung weder den Patienten gerecht, noch den Ärzten, die diese Leistung eben auch jeden Tag tausendfach erbringen. Die Terminprobleme, die Sie mit Ihrem Gesetz, übrigens, wo ist eigentlich der Herr Minister? Ich hätte gedacht, dass ihn die Debatte interessiert, die Sie mit dem Gesetz und mit sehr viel Bürokratie bekämpfen wollen, sind doch eine Folge der Budgetierung. Und wer das in Frage stellt, der lügt sich doch in die eigene Tasche. Und das sollten Sie auch mal ein bisschen aufnehmen, meine Damen und Herren. Die Budgetierung ist und bleibt ein planwirtschaftliches Instrument, und deswegen gehört es auch abgeschafft. Denn es ist doch so, die Krankheit eines Menschen oder der Menschen richtet sich doch nicht nach irgendwelchen statistischen Mittelwerten oder irgendwelchen mathematischen Formeln. Das ist doch völliger Quatsch. Die Situation ist seit langem bekannt und ist sowohl für Patienten als auch für Ärzte nicht mehr tragbar. Meine Damen und Herren, wer erbrachte Leistungen nicht 100% vergütet, der darf sich doch auch nicht wundern, dass dann verschiebbare Routineuntersuchungen in das nächste Quartal verschoben werden. Die von uns geforderte Entbudgetierung bei grundversorgenden Haus- und Fachärzten ist ein erster, richtiger und wichtiger Schritt, um diese Missstände endlich zum Wohle der Patienten zu beseitigen, meine Damen und Herren. Eine willkürliche Kappung der Vergütungshöhe ohne medizinische Begründung ist doch einfach nur Quatsch und nicht sachgerecht. Und, meine Damen und Herren, wissen Sie eigentlich, woher diese Budgetierung stammt? Das war nämlich schon ziemlich früh, vor über 20 Jahren, mit den Lahnsteiner Beschlüssen eingeführt worden. Und die Jüngeren unter Ihnen werden sich gar nicht mehr daran erinnern, wir hatten mal eine Ärzteschwemme. Ich glaube, der Begriff ist überhaupt nicht mehr bekannt. Aber davon kann doch heute überhaupt keine Rede mehr sein, denn wir alle versuchen doch krampfhaft, Ärztinnen und Ärzte dazu zu motivieren, sich niederzulassen und vor allen Dingen aufs Land zu gehen und sich dort niederzulassen. Aber doch nicht mit so einer Politik. Die Entbudgetierung wäre ein einfacher und zugleich effektiver Weg zur Fachkräftesicherung im Bereich der Medizin, damit Ärzte, wie übrigens alle anderen Berufsgruppen auch, wieder für das vergütet werden, was sie auch tatsächlich erbringen. Zweiter Teil unseres Antrages. Natürlich müssen wir auch die Rahmenbedingungen verbessern. Und dazu gehört, dass wir die Bürokratie abbauen. Unterhalten Sie sich doch mal mit jungen Ärzten. Die sagen, wir haben das Budget, wir haben eine überbordende Bürokratie und deswegen lassen wir uns nicht nieder. Und da müssen Sie doch mal dran arbeiten, meine Damen und Herren. Sie wissen doch, was die Bürokratie bedeutet in Deutschland für die Ärzte. 54 Millionen Bürokratiestunden jedes Jahr. Das hätte ich gerne für die Patientenversorgung. Da würde viel es besser sein hier für die Patientenbehandlung, meine Damen und Herren. Das Ministerium und die GroKo macht es wie immer. Sie arbeitet nicht an Lösungen, sondern macht symbolische Symptombekämpfung. Hier mal ein bisschen was ausbessern, da ein bisschen was ausstopfen. Aber das wird alles nichts bringen, meine Damen und Herren. Die Entbürokratisierung und die Entbudgetierung, ja, gerne, würde endlich nicht mehr diejenigen Ärzte bestrafen, die sich auf ihre Patienten konzentrieren und ausschließlich nach medizinischen Kriterien behandeln. Und, meine Damen und Herren, am meisten profitieren würden davon die Patienten. Vielen Dank. Frau Kollegin, die Jüngeren unter uns, so wie ich, beherrschen die Uhr noch, um das mal freundlich zu formulieren. Ich sage, die Jüngeren unter uns, so wie ich, beherrschen die Uhr noch. Als nächstes spricht zu uns die Kollegin Sabine Detmer von der SPD-Fraktion.